Wisst ihr, was mich fasziniert? Kunst. Wisst ihr wieso? Weil der Künstler Mauricio Cattelan eine Banane, welche er auf eine Leinwand klebte, als Kunstwerk bezeichnet hat und dieses besagte Stück dann um 150.000 US-Dollar verkauft hat. Aber nicht nur einmal, sondern fünfmal. Aber es wird noch besser. Und zwar existieren leider nur noch vier von diesen fünf Meisterwerken, weil eins davon von jemandem bei einer Kunstausstellung gegessen wurde. Ihr fragt euch nun wahrscheinlich, wer auf so etwas kommt und wer so etwas kauft. Ich mich auch. Aber was ich mich noch fragte, ist, ob ein normalsterblicher Mensch wie ich einfach so Kunst schaffen kann und ob ich es schaffe, meine besagte Kunst für Geld zu verkaufen. Auf eBay zum Beispiel verkaufen sich oft Amateurgemälde für Unsummen. Der Plan war simpel. Ich gab mir eine Woche, um Gemälde malen zu lernen und mein Meisterwerk an den Mann zu bringen. Das ist die Geschichte, wie ich in 7 Tagen Künstler wurde. Aber wie wird man überhaupt Künstler? Nun, wie bei allen Dingen, die ich so angehe, habe ich beschlossen, erstmal zu machen und dann zu denken. Okay, Freunde, ich bin jetzt gerade im Begriff, mein erstes Gemälde zu malen. Ich habe absolut keinen Plan, was ich tue oder was ich überhaupt malen will. Aber ich bin ausgestattet wie ein echter Künstler. Und zwar habe ich hier Pinsel und so, sogar in verschiedenen Größen, auch so einen ganz kleinen. Und was ich noch habe, ist so eine Yu-Gi-Oh! Dual Disc, nur halt für Farben. Keine Ahnung, was da der professionelle Ausdruck dafür ist. Ich werde jetzt ein Gemälde malen, wahrscheinlich was Abstraktes, weil ich mir gedacht habe, dass ich was Abstraktes am ehesten als Kunst rechtfertigen kann. Okay, der erste Strich. Wieso bin ich nervös? Ah! Hey, das schaut richtig cool aus. Kennst du das? Damals in Paint hat man immer so Linien gemacht und die Löcher dann mit Farbe ausgefüllt. Genau nach diesem Prinzip arbeite ich hier auch. Das wird das, was mich als Künstler von allen anderen abhebt. Und zwar, ich habe hier Dixo, also so ein Klebeband für die aus Deutschland. Und dann klebe ich das jetzt genau hierher. Okay, es klebt halt wirklich überhaupt nicht, aber egal. Jetzt male ich da drüber und dann ziehe ich es ab. Unser erstes selbstgemaltes Gemälde. Ich bin wirklich stolz gerade. Es trägt den Namen Kanalisation. Hier noch kurz der Vergleich. Und zwar habe ich ein echtes Gemälde in meiner Wohnung hängen. Okay, das schaut schon viel besser aus. Obwohl ich zugegebenermaßen am ersten Tag etwas planlos war, habe ich beschlossen, am zweiten Tag mit einer klaren Vision meines fertigen Kunstwerks zu starten. Tag Nummer 2. Heute werden wir ein minimalistisches, abstraktes Figuralgemälde malen, was ein anderer Weg ist, um zu sagen, dass ich jetzt irgendwelche Striche auf diese Leinwand hier machen werde und dann versuchen werde, einen Menschen rein zu interpretieren. Ich rede auch gar nicht mehr drum herum. An die Arbeit. Okay, besser. Ich sehe eine Figur in diesem Gemälde, wenn man das, was ich hier praktiziere, Gemälde nennen kann, und werde da jetzt die Gesichtskonturen reinmalen. Okay, okay. Okay, Freunde, das ist das heutige Gemälde. Ich wollte so in die Richtung machen wie dieses Gemälde, weil wenn man sieht, hier oben ist auch so eine Figur drin quasi. Oder ich glaube hier oder so. Und mein Plan war eben so auch einfach irgendwas zu machen und dann Figuren rein zu interpretieren. Aber irgendwie schaut das verdammt amateurhaft aus. Also als hätte es wirklich irgendjemand aus dem Kindergarten gemalt. Aber ich glaube, genau das wird der Erfolgsfaktor sein. Sieht immer mehr aus wie Kunst, die sich teuer verkaufen lässt, oder? Aber warum wird gerade Kunst so oft für Unsummen gehandelt? Jeder von uns kennt die Geschichten, wo fragwürdige Gemälde für Millionen von Euro über die Theke gehen. Nun, die Menschen, welche solche Gemälde kaufen, zahlen meistens für den Künstler und nicht für das Kunstwerk. Oft sind die Künstler, welche diese Gemälde malen, schon verstorben, welches die Kunstwerke dann einfach seltener und somit zu Sammlerstücken macht. Oft sind die Künstler aber auch sehr respektiert und bekannt innerhalb der Kreise der Kunstsammler. Aber das Ganze hat auch wirtschaftliche Gründe. Und zwar kaufen Firmen Kunstwerke sehr oft als Wertanlage. Am Ende des Tages ist Kunst so viel wert, wie viel jemand bereit ist, dafür zu bezahlen.
Und ich hoffe, dass es irgendjemanden gibt, der bereit ist, für meine Kunst Geld zu zahlen. Aber dazu später mehr. Folgendes, ich bin gerade meine Eltern besuchen und wir haben hier richtig viel Gemälde rumhängen. Und ich werde mir jetzt die Zeit nehmen, jedes einzelne dieser Gemälde zu studieren, damit ich meine eigenen Skills als Künstler verbessere, indem ich die Skills anderer Künstler mir ansehe. Hier haben wir das erste Kunstwerk, das ist der lebensgroße Pappaufsteller von mir selbst, den meine Mutter derzeit als Weihnachtsdeko verwendet. Alter, wie kriegt man so schöne Farben hin? Okay, das ist genau das, was ich machen wollte, nur halt eben gut. Das ist unsere Eulenstatue, die meine Mutter ebenfalls als Weihnachtsdeko verwendet. Ob die dreiteilige Bilder malen, ich kann nicht mal ein Teil malen. Okay, das schaut auch lit aus. Stell dir vor, du bist Künstler und irgendjemand kommt in dein Atelier und sagt, oha, krass. Das Bild schaut lit aus. Das sieht wirklich, wirklich nice aus. Hey, je mehr Bilder ich ansehe, desto mehr werde ich meiner eigenen Inkompetenz bewusst. Aber egal, wir gehen wieder an die Arbeit. Tag 3, es ist ultrasonnig und da ich immer besser als Künstler werde, habe ich mich von dieser vielen Sonne inspirieren lassen und werde jetzt einen Sonnenuntergang malen. Absolut kreativ, ich weiß. Dankeschön. Das Ganze soll easy möglich sein, habe ich im Kindergarten auch immer gemalt. Das heißt, ich habe da jede Menge Erfahrung und ich würde sagen, wir legen einfach los hier an diesem wunderschönen, sonnigen, welcher Wochentag ist heute? Keine Ahnung. Ich habe einen geheimen Künstlertrick im Internet gelernt. Ich meine, der ist im Internet so geheim, kann der gar nicht sein. Das ist der Trick, ich bin so gespannt, wie das ausschaut. Und zwar hole ich mir eine Visitenkarte von mir, stell mal scharf, das Ganze benutze ich, wenn ich professionell unterwegs bin. Und jetzt, Trick 17, verstreiche ich das. Oh, scheiße. Alter. Ich glaube, das ist das Beste, was ich in meiner dreitägigen Laufbahn als Künstler jemals hervorgebracht habe. Es geht darum, außerhalb der Box zu denken. Und wenn es was gibt, was ich gut kann, dann ist das außerhalb der Box denken. Und deswegen arbeiten wir jetzt mit Zahnpasta. Das ist Real Talk, das Beste, was ich jemals gemalt habe. Es ist wunderschön, ich bin ernsthaft gerade begeistert. Mama, wie findest du mein Gemälde? Sei ehrlich. Wunderschön. Sagst du das nur, weil du meine Mutter bist? Um wie viel würdest du sowas kaufen? Na, 10 Euro. Jetzt, wo sich sogar meine Mutter als absoluter Fan meiner Kunst geäußert hatte, stand meiner Karriere als richtig großer Künstler absolut nichts mehr im Wege. Ich beschloss also, an einen inspirierenden Ort zu fahren und dort mein erstes kommerzielles Meisterwerk zu malen. Liebe Freunde, wir befinden uns am schönsten Aussichtspunkt von ganz Wien und hier werde ich mich jetzt von der unglaublichen Szenerie inspirieren lassen, um das heftigste Gemälde zu malen, welches ich jemals gemalt habe. Das Geile ist, die Leute, die hier sind, glauben wahrscheinlich, ich bin ernsthafter Künstler, was ich eigentlich auch bin. Okay, ja, geht so. Es ist ernsthaft so, je mehr Farben ich zusammenmische, desto schlimmer wird's. Okay, das schaut schon nice aus. Es muss aber noch, es braucht ein bisschen Struktur. Das sage ich immer, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll. Das Bild repräsentiert das Leben. Ja, Real Talk. Und hier passieren Dinge rundherum. Okay, mhm. Es nimmt, das ist das Beste, was ich gemalt habe bis jetzt. Ja, jetzt mal ehrlich. Es schaut schon professionell aus, oder? Das ist das Beste, was ich jemals gemalt habe. Das werde ich verkaufen. Das ist das eine, das ich verkaufen werde. 100 Pro, Alter. Das ist eine extrem gute Frage. Je höher man den Preis ansetzt, desto besser, weil dann glauben die Leute wirklich, ich bin ein etablierter Künstler. Außer sie googeln dann einmal, dann habe ich halt ein Problem. Ich muss halt hoffen, dass es nicht passiert. Jetzt war es also an der Zeit, das besagte Gemälde für den Verkauf bereit zu machen. Und der Plan war folgender. Mein Homie Andy hat von seinem eBay-Account aus, um das Ganze ein wenig legitimer zu machen und um es so aussehen zu lassen, als ob die Kunst gerade weiterverkauft wird, ein Inserat vom Gemälde auf eBay erstellt. Wir setzten den Startpreis bei nur 5 Euro an und nach sage und schreibe 12 Stunden stand das höchste Gebot bei 0 Euro, weil der Account aufgrund von verdächtigen Aktivitäten gesperrt wurde. Doch so ein Rückschlag hält jemanden wie mich nicht davon ab, durch meine Kunst reich zu werden. Also erstellte ich ein neues Inserat und wartete. Okay, ich habe die letzten Tage nicht gecheckt, aber ich bin kurz davor nachzusehen, ob irgendjemand für unser Gemälde, wenn man das Gemälde nennen kann, geboten hat. Ready? Ich bin echt nervös. Okay, let's go. Aktuelles Gebot 1 Euro, das heißt, irgendwer wird es ernsthaft kaufen, als ob...
wie glücklich ich da war. Ich dachte echt, das ist mein Durchbruch als Künstler. Leider wusste ich noch nicht, dass das Gebot kurze Zeit später zurückgezogen wurde und sich mein Gemälde nicht verkaufen würde. Okay, Freunde, sieht so aus, als würde ich doch kein Künstler werden. Wir haben mit dem Video also 0 Euro verdient. Das stimmt eigentlich auch nicht, weil wir mit dem Video knapp 100 Euro Minus gemacht haben, weil Leinwände und Farben richtig teuer sind. Aber vielleicht war es nicht das Geld, welches mich reich gemacht hätte, sondern die Erfahrung, mich künstlerisch auszudrücken. Und Geld spielt sowieso keine Rolle, solange ich euch die letzten Minuten unterhalten konnte. Bitte liked das Video und abonniert den Kanal, sonst bin ich bald pleite.